Ja, herzlich willkommen zum ersten Brunnengespräch im neuen Jahr, das 2021 heißt. Wir haben im vergangenen Jahr uns ziemlich viel über Brunnen unterhalten. Und ich dachte, heute könnten wir uns mal darüber unterhalten, von dem, was im Brunnen drin ist, nämlich Wasser. Und bevor wir das tun, machen wir wie immer ein Check-in. Wer mag anfangen? Ich würde sagen, Monja, du warst die Erste. Und gibst weiter, ja? Ja. Ja, wir haben es auch wärmer in Wien, aber relativ, also sonnig sogar kurzfristig. Wir haben immer noch die Weihnachtsbeleuchtung an, weil es in der Nacht dann so tröstlich ist, die Lichter zu sehen. Und ich bin weiterhin sportlich unterwegs. Ich turne mit jemandem im Fernsehen mit und ich radle. Also ich bin ganz beeindruckt von mir. Ich werde schauen, wie lange ich es durchhalte. Aber es macht Spaß und ja. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, bei uns ist es kalt. 0 Grad werdet ihr dann den nächsten Tag auch bekommen. Weil vorgestern war es bei uns auch ein bisschen wärmer. Ja, ich habe gerade 14 Tage Fasten hinter mir und von daher fühle ich mich gut in meinem Körper. Ja, so bin ich gerade hier. Ich gebe dann weiter an Martini. Ja. Ich bin in Kritzendorf. Das Wetter haben wir schon gehört, das ist dasselbe als in Wien. Ich habe den ganzen Tag gemalt, nicht unbedingt mit Behagen. Es hat mir gefeigelt, das gibt es auch, sehr, sehr oft. Ist ganz schlecht zu verstehen. Geht es euch auch so oder ist es nur bei mir? Okay. Du leise. Martini, ich verstehe dich fast gar nicht. Spreche ich zu leise? Heidi, was bedeutet das? Da ein roter Punkt und so. REC. Was bedeutet Nein, das? Das heißt Recording. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn du einfach näher rankommst an dein Handy, dann so wie jetzt ist es okay. Okay, gut. Ja, ich habe gesagt, dass ich heute den ganzen Tag mehr oder weniger drinnen war und ich habe gemalt. Und es ist nicht unbedingt so behaglich gewesen. Also, das ist ein Prozess. Ich muss da kämpfen manchmal. Und ich bin froh, dass ich die Ruhe habe von meinem Mann, dass er das erlaubt. Wir haben lecker gekocht. Ja, und es wird sehr früh Abend. Das Licht ist sehr. Es ist lang dunkel und ich freue mich jetzt, mit euch da zu sein. Danke. Gibst du weiter? An Ramona. Ja, einen wunderschönen Abend euch allen. Ja, ich war auch mehr oder weniger drin. Nur mal zum Einkaufen draußen. Also, wir sind, naja, in der Stadt ist ja immer ein bisschen wärmer und da bin ich auch zufrieden, wenn kein Schnee ist, muss ich sagen. Und ja, ich schreibe sozusagen die letzten Tage an Konzepten und mache Kalkulationen und stimme ab und organisiere und ja, bin damit sozusagen die nächsten Tage erstmal noch beschäftigt. Der Antrag muss nächste Woche raus. Und es ist gerade so mein ganzes, mein Universum dreht sich gerade um diese Anträge. Und aber nächste Woche flüchte ich wieder aus der Stadt und werde wahrscheinlich im Winter fahren, wenn alles gut geht, sprich nach Thüringen. Da ist es dann ein bisschen höher und da müsste dann Schnee liegen, also mal gucken. Für mich als Stadtkind würde das freuen, wenn ich da mal so ein bisschen in den Winter komme. Ja. Dann gebe ich weiter an die Viktoria, damit wir mal ein Bild von ihr sehen. Das war aber gemein. danke, Ramona.
Ich habe hinter mir eine ganz, ganz schreckliche Nacht mit ungeheuerlichen Nacht, also Albträume, ganz entsetzlich. Ich habe das schon seit 2 Jahren, seit dem Tod meiner Mutter, aber es ist komischerweise wird es immer schlimmer, ich weiß nicht warum. Drum, obwohl es schon 10 Uhr morgens bei mir ist, ist es für mich wie mitten in der Nacht. Aber danke, Ramona, du hast mich aus dem Tiefen geholt und ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Ich freue mich und bitte im Voraus um Entschuldigung, wenn mein Deutsch entsetzlich ist, weil ich noch ein bisschen schläfrig bin. Und ich gebe weiter an Heidi. Ja, ich habe ja eigentlich schon was gesagt. Ich gebe mal weiter an Erika. Ja, hallo alle. Ich grüße euch aus Niederbayern. Ich war heute fast den ganzen Tag draußen. Wir haben Holz gemacht und Bäume ausgeschnitten und richtig bin ich richtig schön in die Bewegung gegangen. Und da habe ich gemerkt, ich schleppe 2 Kilo zu viel mit rum. Und habe jetzt die zweite war das, die Marie-Rose, die gefastet hat. Und ich glaube, die Anna auch. Du hast es gestern, glaube ich, gesagt. Gell? Dann habe ich mir gedacht, oh. Genau. Ja, das steht mir auch bevor. Ich mache das im März, beim ersten Vollmond im März, weil wenn der Mond quasi abnimmt, geht es leichter, habe ich mir sagen lassen. Und auch, genau, habe ich auch schon ausprobiert. Das stimmt auch. Genau. Ansonsten geht's mir gut. Ich freue mich, dass wir immer noch Schnee haben und der taut jetzt zwar dann langsam weg, aber es ist einfach eine schöne Winterlandschaft. Es ist schön für die Augen. Ich gebe weiter an die Birgitta. Hi, ich habe manche von euch verpasst, aber ich grüße euch alle, weil ich leider zu spät war und dann habe ich noch den falschen Link dauernd angeklickt und habe mich gewundert, was los ist. Und jetzt habe ich den richtigen gefunden. Und ich komme so von meinem üblichen Muttertag am Montag, wo ich meine Mutter betreue, und die habe ich heute auch ausgeführt, über die Stadt nach Mariaplein zu einer Wallfahrtskirche, wo man wunderschönen Blick hat auf die Föhnlandschaft mit vielen, vielen Bergen und Schnee. Und die letzten beiden Tage war ich privilegiert. Da habe ich gestern, haben wir der Enkeltochter Skifahren gelernt. Das war sehr lustig. Die ist im Schneeflug singend den Hang hinuntergefahren. Und am Tag vorher habe ich alle meine Verpflichtungen gespritzt und war mit meinem Bruder Skifahren. Also das war echt wunderschöne Föhntage jetzt da hier in Salzburg. Warm und Schnee, der jetzt inzwischen wieder weggeschmolzen ist. Und was ich weiß jetzt nicht, was ihr thematisch beschlossen habt, aber jedenfalls der Schnee beinhaltet das Wasser. Falls wir beim Wasser sind, dann passt es gut dazu. Und zu dir, Victoria, kann ich noch dazu sagen, ich habe auch einen ganz komischen Traum halt lang und breit gehabt in der Nacht. Das macht bei mir der Föhn sehr, sehr eigenartige Zustände. Aber da freut man sich dann auch, wenn man aufwacht und das Leben ist wieder anders. Ich gebe weiter. Ich weiß jetzt nicht, wer noch nicht war. Könntet ihr mal die Hände heben, wer noch nicht war? Ja, dann an die Anna, bitte. Ja, ich mache gleich weiter mit dem Schnee. Heute war vermutlich der letzte Tag mit Langlaufen. Ich war jetzt jeden Tag Langlaufen in der schönen Gegend zwischen München und dem Starnberger See. Also es ist einfach traumhaft auf dem Golfplatz. Da läuft sich's am besten. Und habe das jetzt sehr genossen. Auch das Fasten ist mir relativ leicht gefallen. Das hat mir auch gut getan. Inspiriert von dieser Sendung, die habe ich schon mal gesehen, aber die ist jetzt zurzeit wieder da auf Arte. Einfach wegen der psychischen Auswirkungen. Vor allen Dingen habe ich mir halt was erhofft, dass das mir gut tut. Und jetzt bin ich gespannt, was wir in dem Brunnen vorfinden werden. Und ich gebe weiter an die Annalisa.
Also ich bin heute ganz stolz auf mich. Ich habe nämlich die letzten 2-3 Wochen eine Arbeit vor mir hergeschoben, wo ich eigentlich wusste, was zu tun ist, aber ich habe mir irgendwie mich nicht über die Schwelle mir den Tritt gegeben, über die Schwelle zu gehen und es wirklich zu erledigen. Und heute habe ich das geschafft und bin fast fertig geworden. Also es ist danach noch eine Kleinigkeit zu erledigen und dann kann ich, glaube ich, wirklich stolz auf mich sein, bin auch stolz auf mich. War dazwischen mal kurz spazieren, in München ist der Schnee schon fast weggeschmolzen, es sind noch so einige glatte Stellen da und Matsch. Aber ansonsten ist es schon verhältnismäßig warm hier. Das Wasser in meinem Wasserfass ist jedenfalls schon wieder Wasser und nicht mehr ein Eisklotz. Ja, und ich habe mich schon sehr gefreut auf heute Abend, auf unseren Austausch und bin gespannt, was wir da zusammentragen. Gebe ich weiter an die Heidi wieder. Ja, danke. Wie gesagt, wir haben vorher über den Brunnen gesprochen, über Frau Holle und was die Goldmarie im Brunnen findet oder die Pechmarie und so. Und ich habe mein Wasser auch aus dem Brunnen, also ganz ohne Technik in dem Sinne, kommt nicht aus der Gemeinde, sondern wirklich aus der Erde oder ich habe auch eine Quelle. Ja, was bedeutet Wasser? Also für mich hat es bedeutet, als wir dann die Quelle dazu kaufen konnten, das Stück Land, dass ich nicht selbst das Zähneputzwasser noch zum Blumengießen verwenden musste. Also Wasser ist wichtig. Und zwar sehr wichtig. Natürlich zum Trinken im Sommer sowieso, aber es hat ja noch sehr viel andere. Das Wasser des Lebens, sehr viel andere Bedeutung. Es wird ja auch viel besungen. Nicht? Ich denke an Schubert, das Wandern ist des Müllers Lust, am Bächlein entlang und so weiter. Ja, ich gebe das jetzt in den Raum. Was bedeutet für euch Wasser? Für mich bedeutet es, in der Situation, wie ich hier lebe, absolut Notwendigkeit zum Leben. Aber es gibt ja sicher noch sehr viel mehr tiefergehende Bedeutungen. Und ich lade euch ein, wer mag. Sage ich gleich was dazu, weil mir das gar nicht so klar war bisher oder ich habe es mir wieder neu hergeholt, dieses 1 und 1 ist 3, dass wenn zwei Dinge nebeneinander stehen, diese Kontexte, die ich aus dem Human Design her kenne, habe ich sozusagen zum Thema H2O ist mir erst klar geworden, dass diese zwei Elemente alleine was ganz was anderes sind, wie wenn sie zusammenkommen und dann noch in 3 verschiedenen Aggregatzuständen. Also das fand ich so unglaublich bereichernd, weil es deutlich wird, also dass da wirklich eine Qualität entsteht, eine ganz eigene andere. Das ist eine coole Bemerkung, dass aus diesen zwei komplett verschiedenen Elementen da was völlig anderes entsteht. Gell? Auf das habe ich noch nie gedacht beim Wasser, aber es stimmt. Ich wollte beim Schnee ein bisschen weitermachen. Beim Schnee ist es doch so, da war jetzt so ein verschneites Wochenende und da schneit es dann ganz ruhig runter, wenn kein Sturm ist und die Häuser werden bedeckt und alles wird bedeckt und hat diesen weißen Schutz, der einerseits ein bisschen so fast abweisend ist, weil er ja so kalt ist und gleichzeitig innen dann so einen Schutzraum schafft, was für Wasser für mich ganz ungewöhnlich ist. Also in diesem festen Aggregatzustand, noch dazu mit den Kristallen, die dann in der Sonne so glitzern, hat dieser Schnee ganz eine eigene Schutzfunktion, die dann die Isolierung vom Haus noch verstärkt und den Lärm dämpft und auf der Straße, wenn er ist, dann die Autolärm auch dämpft. Und gleichzeitig, wenn man dann in den anderen Aggregatzustand geht, das Quicklebendige vom Wasser. Und für mich war ganz ein bisschen wie die Adelheid, ich habe ja doch eine Zeit lang in Israel gelebt oder Palästina auch. Und da ist das Wasser, das wird einem so richtig bewusst, wie gesegnet man in Österreich mit dem Wasser ist und wie notwendig das ist. Und ich glaube, ich habe damals einmal, das ist inzwischen schon lange nicht mehr spruchreif, aber damals habe ich überlegt, was wird mir in Israel am wenigsten gefallen? Und das wäre der Wassermangel. Obwohl Israel irre auf Zack ist und da mehr Wasser entsalzt und was weiß ich. Aber wenn man gewöhnt ist, in Österreich aufwachsen mit all dem vielen Wasser, dieser Wassermangel, das ist ganz schwer und man lernt damit umgehen. Aber also für mich ist das Wasser zwischen
Ja, und es hat da noch dieses, es reinigt alles, ja. Ich kann alles mit Wasser wieder reinigen. Das ist also eine Qualität, die ganz, es hat so viele ganz unterschiedliche Qualitäten. Das ist mir derzeit nahe. Und noch einmal dieses Aha-Erlebnis mit dem H2O von der Anna, danke. Ich habe vor kurzem über eine Bewegung gelesen, die mir sehr viel interessiert. Also leider konnte ich, es gab ein Meeting über Zoom, aber ich habe es leider nicht sehen können, weil ich woanders verpflichtet war. Aber es heißt Wellspring und es ist eine Bewegung in der UK, in England vor allem, von den Juden dort, die mehr Gemeinschaft wollen und die wollen auch miteinander, also die verschiedenen Gemeinden wollen mehr, verzeihen, mein Deutsch ist ganz weg, die wollen miteinander, also mehr Verwandtschaft haben. Und für die Juden, also wie Birgitte gesagt hat, das ist Wasser in Israel vielleicht auch besonders wichtig, weil es einen Mangel gibt. Aber auch von der Tradition her ist diese Idee von Mikwe. Und das heißt, so eine Art, also die Taufe in Christentum kommt daher, also von dieser Idee von Mikwe. Und das heißt, dass ein Reinigen von der Seele und von allen Sünden und auch alle, verzeihen, also die Worte heute fehlen mir total, alle Hindernisse in unserem Leben. Und das Wasser dann ist für die Juden ist das Wasser die mächtigste, das mächtigste Element und kann alles nicht nur reinigen, sondern auch, also auch man ist von dem Wasser sozusagen geboren. Das Kind kommt aus dem Wasser, im Leib der Mutter und so weiter. Und auf jeden Fall, diese ganz neue Bewegung hat mich sehr interessiert, weil es so eine uralte Tradition, also ich habe davon bisher nur in der Bibel gelesen und im Alten Testament. Und ich war ganz erstaunt, und dass es auch in England also auftaucht und nicht in Israel oder wo sonst. Also das hat mich sehr interessiert. Und es hat mich sehr gefallen, diese Idee von Gemeinschaft und Bauen durch dieses Element von Reinigkeit und Reinigen und vom neuen Leben, eine Idee vom neuen Leben. Also ich habe das sehr schlecht erklärt, aber vielleicht könntet ihr Symbolismus davon herausholen. Ja, und zu dem Gemeinschaftsaspekt möchte ich uns daran erinnern, dass wir ja die Frauen am Brunnen sind praktisch. Und früher war eben die Tradition, dass man am Brunnen wartete, bis die anderen so gezogen haben und dann kam die nächste dran und so lange hat man halt geplauscht. Und das ist praktisch ja die Idee unseres Zusammenkommens. Am virtuellen Brunnen natürlich. Dazu habe ich auch einen ganz schönen Gedanken. Also bei dem Lebensrad, also wo die vier Elemente eine Rolle spielen, da ist das Wasser ein Symbol für den Süden. Und da geht es darum, dass so die Gefühle auch ins Fließen kommen. Und von der Zuordnung her ist das Heilmittel des Südens ist Erzählen und die Rückschau. Und das ist das, was du jetzt auch gesagt hast, Heidi, so sich am Brunnen einfach zusammenfinden und gegenseitig erzählen und einfach ins Fließen zu kommen. Das ist für mich ein ganz schönes Bild.
Da fällt mir dazu der Viktor Schauberger ein, ein Österreicher, der sich sehr mit dem Wasser und dem, wie sich es verhält, beschäftigt hat und herausgefunden hat, zum Beispiel, wenn man bestimmte Anordnung von Steinen oder Widerstände in einem Flussbett legt, dass das Wasser zum Beispiel in der Mitte dann höher ist als am Rand. Also man kann Überschwemmungen vermeiden damit. Oder auch, er hat eben beobachtet, oder das fällt jedem eigentlich auf, dass ein Bach oder ein Fluss, das Wasser fließt immer wie in Strudeln. Also es fließt nicht einfach, wie man vermuten könnte, so schnurstracks geradeaus auf dem kürzesten Weg den Berg runter sozusagen, sondern es dreht sich, es fließt am Rand auch wieder zurück. Also die Kanufahrer nutzen den Rand dann eher, um wieder in die Gegenrichtung zu fahren oder mal eine Pause zu machen. Das ist wie ein Wunder, wie ein eigenes Lebewesen, das eine eigene Vorstellung davon hat, wie Bewegung geht und wie sich es reinigen kann, um dann wieder frisch und munter, das Bächlein frisch und munter zu erquicken. Ja, danke. Schauberger möchte ich dazu sagen, es gibt auf YouTube ein Video, er hat diese Beobachtung des Wassers dann in Technologien, tolle Erfindungen umgesetzt. Wirklich, also amazing auf gut Deutsch. Lustig, obwohl ich aus Österreich bin, kenne ich ihn nicht, den Viktor Schauberger. Ah, mein Mann kennt ihn. Der Josef sagt gerade, er kennt ihn. Aber ich kenne ihn, den John Wilkes heißt der, gell? Mit den Flowforms in England, ja. Oder? In England, der John Wilkes, der hat auch diese Flowforms gebaut. Da waren wir in Emerson College, das war so Steiner College. Und dort hat der ganz eigene Formen aus Beton oder anderen Materialien gebaut, wo die dem Wasser, den Strömungen des Wassers entsprechen und das fördern, diese Wirbel und diese Reinigungsbewegung und überhaupt die Wasserbewegung. Ja, das ist spannend. Mögt ihr diese Namen alle in den Chat schreiben? Ich habe mich plötzlich an dieses Lied erinnert. Als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Also das war mein erstes Erlebnis von strudelndem Wasser. Also ich würde an die Brigitta an den Schnee anknüpfen wollen. Und ich finde jetzt im Winter, wie gesagt, nicht in der Stadt, aber Schnee macht sozusagen die Tage heller, weil es ja dann das Licht, das bisschen Licht im Winter reflektiert. Ich finde, wenn es dann immer geschneit hat, dann ist der Tag auch schon wieder irgendwie schöner, ja, weil die dunkle Erde, die frisst ja das Licht und der weiße Schnee reflektiert das so schön, sodass da, wenn da ein bisschen Sonne kommt, dann ist das irgendwie gleich ein ganz anderer strahlender Tag, finde ich. Also das ist auch eine unglaubliche Eigenschaft. Und ja, und wenn es bewölkt ist, finde ich es auch wieder faszinierend, dass dann die Wärme bei uns bleibt. Ja? Wenn da so Regenwolken oben sind und dass die eigentlich, ja, es ist eben nicht nur schlecht, es ist zwar irgendwie trübes Wetter, aber auf der anderen Seite verhindert es die Abstrahlung der Wärme ins All und damit ist es halt eine bessere Temperatur. Ja? Also wie immer, es ist nicht nur gut oder nicht nur schlecht. Ja? Also es hat immer zwei Seiten, auch in diesem Fall. Ach so, und für den Chat vielleicht noch, aber ich sage es euch schon mal, ich habe vor, ich roundabout 15 Jahren, glaube ich, ein Buch gelesen, Das blaue Gold, wo es halt, also es geht um das Thema Wasser, dass im Prinzip um Erdöl-Stellvertreterkriege geführt werden, weil
wenn man ums Wasser, das ist den Leuten klar, dass das das Leben ist, ja, dass da der seidene Faden dran hängt. Und deswegen wird das versucht, totzuschweigen. Und man erzählt uns immer, man muss um Goldkriege führen, um Erdöl. Aber eigentlich weiß man an den richtigen Stellen, wie wichtig das Wasser ist und wie viel da verdurst und was für ein Geschäft gemacht wird, weil kein sauberes Wasser da ist. In den Slums werden ja dann die teuren Wasserflaschen verkauft, ja, wo schon kein Geld ist. Also das sind da so alles Aspekte, aber Autor habe ich nicht, weil, wie gesagt, roundabout 15 Jahren gelesen, aber an den Titel kann ich mich noch erinnern, das blaue Gold. Ja, mich hat vor allem angesprochen jetzt die Reinigung, die Gemeinschaft und dass der Brunnen ja auch eigentlich eine Notwendigkeit ist, aber ein Vorwand, um andere zu treffen. Und in dem Buch, das ich gerade lese von McCaffrey, kommt drinnen vor, wie sehr wir uns bemühen, aus der Einsamkeit, aus der grundsätzlichen Einsamkeit, in die wir alle geboren sind, in eine Gemeinschaft zu finden. Und wahrscheinlich ist es das auch, was mich also bei den Frauen am Brunnen so herzieht. Und das Wasser, das wir, ist eigentlich unsere Kommunikation, das wir herausholen aus dem Brunnen, sehe ich so. Da fällt mir jetzt gerade, bist du fertig? Nein, ich bin fertig. Ich tue noch so vor mich hin denken. Nein, mir ist nur gerade, weil du das so gesagt hast mit den individuellen Dings, mir ist gerade eingefallen, die Schneeflocken, wo ja jede ganz anders ausschaut als Kristall. Und dann schmelzen die und dann sind die ein Wasserschwall oder ein Bach oder ein lebendiges Zusammenwirken. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du da gesprochen hast. Anna, du hast dich schon eine Weile entstummt. Wolltest du was sagen? Ja. Ja, sag's. Ich war jetzt und habe dieses Buch geholt. Das ist sozusagen die Bibel für die Tänzer, die Continuum Movement machen. Also das ist das sensible Chaos von Theodor Schwenk, wo einfach beschrieben wird, uns Fruchtwasser ist ja schon angekommen, dass sozusagen alles Leben im Wasser entsteht und aus diesen Wirbeln und Verwirbelungen die Form erst entsteht und dann die Verknöcherung. Also danke für die Erinnerung, das habe ich jetzt aus dem Bücherregal geholt, das ist wirklich eindrücklich. Also abgesehen davon von der Schönheit und zum Thema eben Continuum Movement, du Monia hast es ja schon geschrieben, eben das wusste ich gar nicht, dass unser Hirn noch mehr aus Wasser besteht wie unser Körper, aber dieses Continuum Movement, was ich 10 Jahre lang ungefähr gemacht habe, hat ja auch eine Heilwirkung gehabt über diese Bewegungen, sozusagen, dass dann auch Menschen, deren Beine gelähmt waren, über die Bewegungen des Wassers hier sozusagen im Körper Wellen aus Bewegungen aus den Beinen auf die Lähmung hatte. Sie sind nicht total geheilt worden, aber nachweislich hat es verbessert. Also sozusagen, weil ja sich was fortsetzt im ganzen Körper, im Gesamtsystem. Und das fand ich schon faszinierend. Gibst du den Titel auch in den Chat? Zum Thema Kommunikation trägt das Wasser auch ganz unmittelbar was bei. Also man weiß, dass Wasser sowas wie Cluster bildet, wo Information gespeichert ist. Also Masao Emoto hat das am deutlichsten gemacht mit den Bildern aus Wassertropfen, die er hat einfrieren lassen sozusagen. Und dann sieht man die ganz unterschiedlichen Qualitäten von diesen Kristallen oder eben Nicht-Kristallen, je nachdem, mit welcher Information man vorher das Wasser bedacht hat oder auch aus welchem See oder Tümpel oder Sumpf sozusagen dieses Wasser stammt. Also je liebevoller es bedacht wird, desto schöner werden die Kristalle. Und wenn man ganz nur negativ an das Wasser denkt, dann kriegt es hässliche
Formen, hässliche Strukturen. Und die schlimmste Struktur oder eigentlich die größte Auflösung, hat er festgestellt, entsteht dann, wenn man das Wasser in die Ecke stellt und gar nicht an es denkt. Also mit Missachtung gestraftes Wasser, so wie wir es ja auch als Kinder kennen. Missachtung, einfach ignoriert zu werden, das ist noch schlimmer, als mit negativer Aufmerksamkeit belegt zu werden. Und das Wasser zeigt das auch. Also in der Homöopathie macht man sich das ja zunutze. Also die Wirkung von Homöopathie beruht meines Wissens auch zum Teil darauf, dass das Wasser informiert wird. Also da muss gar kein physisches Atom mehr da sein, was ja oft dann bemängelt wird, ja, weil die Information ist da und ist umso reiner da offensichtlich oder umso intensiver da, je weniger Physik oder Atome dann noch dazu in die Quere kommen können. In dem Bereich mit Kristallen wurden ja auch Experimente gemacht, wenn man irgendein schönes Sprichwort oder so unter das Wasserglas legt, dann bilden sich da andere, schönere Kristalle als jetzt ein verschmutztes Wasser zum Beispiel. Also dass man Wasser wirklich so auch mit Gedanken, mit Begriffen programmieren kann und das sich dann eben in den Kristallen zeigt. Darf ich nur kurz die Annalisa fragen? Du hast von den Clusters gesprochen. Was clustert sich da? Weil ihr habt das mit den Kristallen und mit den Informationsträgern, das habe ich, glaube ich, gut verstanden. Was hast du mit den Clusters gemeint? Also wo man das beschrieben findet, weiß ich nicht genau. Aber man sagt, das Wasser bildet Cluster. Also die einzelnen Wassermoleküle formen sich zusammen und bilden Informationseinheiten. Also man kann auf jeden Fall feststellen, zum Beispiel, wenn man es mit einem Mixer durchquirlt oder eben auch, wenn das Wasser aus einem Bach kommt und der Strudel löst es wieder auf. Also die ganzen Informationen, die drin sind, die das Wasser mitgebracht hat, gespeichert hat, lösen sich dann wieder auf. Und auch das ist eine Form von Reinigung. Also ich habe mir zum Beispiel für meine Wohnung so ein Wasserverwirbelungsgerät installiert, einfach damit das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, dann keine Informationen mitbringt aus dem Netz, durch das es in München geflossen ist. Wir haben jetzt ja viel über fließendes Gewässer gesprochen und das im Körper. Und den Brunnen. Also da war ja auch, also wenn ich ans Hexagramm denke, da geht es um die Lösung sozusagen, die Tiefe der Lösungen für gesellschaftliche Sicherstellung von einer guten Zukunft, kollektive gute Lösungen, und da gibt es das Bild dazu, und ich weiß nicht wirklich, wie ein Brunnen funktioniert. Da heißt es nur, es braucht Zeit sozusagen, und der Brunnen muss tief sein und da muss das Wasser klar sein. Ich weiß nicht, wie ein Brunnen funktioniert, weil es ist ja ein Grundwasser, das hochdrückt, oder ist es eine Quelle? Ich habe keine Ahnung, woher dann dieses Bild genau kommt. Aber sozusagen, dass sich was setzt und dass das Wasser klar wird, kennen wir vom Wasserglas her. Also der Sturm im Wasserglas, dann braucht es Zeit, bis sich alles gesetzt hat. Das ist so eine, für mich so eine wichtige Assoziation zum Brunnen. Es ist soweit, ich weiß, Brunnen, also meiner, wenn er leer ist, ist er erstmal leer. Und dann musst du eine ganze Weile warten, bis das Wasser wieder kommt. Und da kommt, wird eben auf eine Wasserader gebohrt, ja, oder gegraben. Und dann, je nachdem wie tief er ist, kann dann das Wasser hineinfließen. Und dann irgendwann ist dann Überlauf. Und ich wollte dazu auch noch sagen, ich habe eine Freundin hier in Italien, die hat jetzt, glaube ich, schon fast 30 Brunnen in Afrika gebaut. Das heißt, sie sammelt immer Geld. Bei irgendwelchen Veranstaltungen macht sie dann extra Benefizveranstaltungen und sammelt Geld. Und dann geht sie selber mit dem Geld dahin und überwacht das Brunnenbauen, was die Leute selber machen, das Ausgraben und so. Und dadurch hat sie es vielen Frauen ermöglicht, nicht stundenlang am Tag zum Wasserholen gehen zu müssen. Kann ich jetzt reden?
Ihr kennt die Geschichte von die Samariterin am Brunnen von der Bibel. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Und da sagt Jesus, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Und wir können das auf uns selber übertragen und dass wir die Quelle in uns haben, das ist auch eine fantastische Sache. Wenn es mal nicht mehr funktioniert bei einem, dass wir in Schwierigkeiten geraten und dann die Bewusstwerdung, dass wir die Quelle in uns haben, ist eine sehr beruhigende und ermutigende Angelegenheit. Also das finde ich, habe ich mich sehr intensiv damit befasst und was für ein privilegierte, dass du das Wissen hast und dass wir das Wasser echt zur Verfügung haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Also es sind viele Sachen, habt ihr schon gesagt. Und von dieser Dreieinheit, ja, was Anna gesagt hat, da möchte ich, ist mir eingefallen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist auch eine Dreieinheit. Und dann hat sie noch gesagt, dass die Lösungen kommen. Und das tragen wir alles in uns. Und das ist so etwas Fantastisches. Ja, das wissen wir alle. Aber wir müssen auch daran glauben. Ja. Ich habe noch eine physikalische Eigenschaft beizutragen. Ich komme aus der Technik-Ecke sozusagen. Wasser, in der Physik sagt man, Wasser hat die Anomalie, bei 4 Grad Celsius ist es am dichtesten. Das heißt, bei allen anderen Elementen ist es wohl nicht so, dass es, wenn es kälter wird, nimmt die Dichte normalerweise immer mehr zu. Und beim Wasser ist es nicht so, dass, wenn es kälter wird als 4 Grad, wird es wieder leichter, also Eis schwimmt. Und deswegen können die Fische auch unter dem Eis noch schwimmen. Also ist dann noch die Frage, ob sie Luft kriegen, also ob da irgendwo noch Luftlöcher sind im Eis. Aber also ich habe früher gelernt, wenn ein Teich mindestens 1 Meter tief ist in unseren Breiten, dann überleben es die Fische auch im Winter. Also der friert nicht bis unten durch. Die Erdwärme hält offensichtlich unten halt diese 4 Grad vom Wasser. Und oben die Eisschicht wird schon dicker, aber es, wie gesagt, in unseren Breiten schafft es nicht ganz durchzufrieren bei 1 Meter Tiefe. Wir haben einen Schwimmteig im Garten und dann ist sehr schön zu beobachten, wenn er gefroren ist und morgens in der Früh so ein weißer Hauch darauf liegt, dann entstehen unwahrscheinliche schöne organische Formen auf diesem Eis. Ja, das ist auch ein Mysterium. Man weiß gar nicht, woher diese Formen kommen. Da ist wahrscheinlich, was du sagst, dass es unterhalb noch eine Bewegung ist und diese, es ist wirklich sehr schön, das zu beobachten. Und ich wollte noch sagen, vom Schnee, was das eine Stille bringt. Wir wohnen an der Bahn, die hört man. Ja? Aber wenn es schneit, dann ist es so stille. So stille. Also das dämmt unwahrscheinlich. Also es, und ich glaube, dass wenn wir am Wasserbrunnen sind, dann werden wir auch ruhiger, wenn wir die Kommunikation, wenn die stattfinden darf, wenn wirklich eine Kommunikation zustande kommt. Ja, dass das auch ein Frucht des Wassers ist. Ja, das gefällt mir auch am Wasser, wenn ich an einem See bin, ab einer gewissen Größe hat man da auch so den Eindruck, da
Das Wasser saugt die Geräusche auf und es ist eine andere Stille, die auf mich tatsächlich auch sehr beruhigend und sehr erfrischend auch wirkt. Ja. Und an, wenn ich an einem Fluss bin, das Fließen, auch wenn es ganz langsam ist, das hält mich auch wirklich am Fließen, wenn ich auf einer Bank sitze und dann auf den Fluss, auf das Wasser des Flusses schaue. Ich mag sehr das Wasser und ich brauche es auch. Ne? Ich gehe eigentlich immer, wenn ich, sehr oft gehe ich eben an den Fluss. Ich habe einen Fluss in der Nähe und auch einen See in der Nähe und einen Schwimmteich im Garten. Das Wasser ist für mich eins der größten Heilkräfte in der Natur. Ja. Da kann ich gleich noch ergänzend dazu sagen, was ich faszinierend finde und was ich bestimmt jetzt seit einem Jahr intensiver mache, ist dieses Kaltduschen. Sehr viel intensiver als, da hieß es ja immer schon für uns Frauen, kalt duschen für den Busen und so. Ist es, aber jetzt aus gesundheitlichen Gründen. Also ich habe jetzt zum einen ein paar Leute entdeckt, die tatsächlich am Berger See baden. Also das kriege ich nicht hin. Aber ich habe mein Duschen und Kneipp und so weiter sowie neu entdeckt und mache das auch wirklich inzwischen auch ganz schön lang. Also weil das wirklich eine Heilwirkung hat. Und ich habe auch die Biografie vom Pfarrer Kneipp nachgelesen. Der hat sich selber geheilt, indem er in der Donau von Tuberkulose, indem er in die Donau schwimmen gegangen ist. Heilkraft des Wassers, sozusagen Kälte, es ist speziell. Und die Jungbrunnen, nicht? Dann geht man ja auch ins Wasser, um jung zu bleiben. Ich wollte noch mal fragen, wir haben jetzt immer geredet von Fließen, vom Wasser und von Schnee und so. Wir haben noch nicht über Regen gesprochen und auch noch nicht über Nebel. Also was ich ja manchmal toll finde, wenn hier so die Nebel sind und die Berge gucken so raus, ne? Da ein Huckel und da ein Huckel und dann mal ein Stück Stadt. Und also ich finde das faszinierend. Ist es auch. Ich habe jetzt noch zwei Titel in den Chat geschrieben von der Sherry S. Tepper. Die gibt es auch Deutsch, ich habe sie nur Englisch. Weil die Victoria da von Albträumen gesprochen hat. Und das eine heißt Waters Rising und das andere heißt Fish Tales. Und mir hat heute Nacht geträumt von einem Kind, einem kleinen Kind, das hatte statt 10 Flossen. Und wenn man also die Sherry S. Tepper liest, dann, was ja auch prognostiziert ist, dass der Wasserspiegel steigt und dass wir uns also allmählich darauf einstellen, dass wir wieder mit Klimen zu atmen lernen. Das ist also eine Vorstellung, die muss man sich erst einmal geben, aber offensichtlich Mutation ist auch da möglich. Zum Nebel muss ich schon sagen, also die Fotos, die ich bekomme von Nebelaufnahmen, es ist immer so ein Tasten dann. Also da kann man nicht schnell gehen, da muss man ganz langsam werden und das ist vielleicht auch die Art, wie wir derzeit im Lockdown gehen. Wir tasten uns vorwärts. Also es ist, ich bin froh, wann die Sonne scheint, weil der Nebel außen auch noch ist mir dann immer ein bisschen viel. Ja, soweit zum Nebel. Regen wolltest du auch, Heidi? Ja, und ich wollte noch sagen, das ist noch nicht im Chat. Wahrscheinlich musst du noch auf Enter drücken oder so. Nein, ist schon drin. Ah ja? Ich sehe es nicht. Das Vorletzte. Ah, da. Okay, gut. Okay. Dann Regen könnt ihr, wenn es jetzt lauter wäre, wenn ich da das Mikrofon hinhalten könnte, könntet ihr den Regen hören. Ich finde es immer sehr beruhigend, wenn es dann so tropft und dann durch die Regenrohre geht und so kluckert und so. Das finde ich schon sehr spannend. Und ich freue mich, dass es regnet. Denn manche Jahre regnet es im Winter fast gar nicht und dann hat man Angst, also wir jedenfalls hier, dass man im Sommer kein Wasser hat. Und das ist dann nicht spannend. Und vor allen Dingen, wenn die Italiener, ne, die müssten es doch eigentlich wissen, aber die lassen immer einen Wasserhahn offen.
Und wenn ich habe schon hier oft Leute gehabt, wo ich dann hinterhergerannt bin und dem Wasserhahn immer zugehauen. Weil irgendwie, ja, das Wasser kommt eben aus dem Hahn und dass es auch vielleicht woanders herkommt. Und unter gewissen Bedingungen, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so unbedingt ganz klar. Zum Regen habe ich eine ganz, ganz persönliche Erinnerung. Wir waren, oder sind immer noch, wir waren 5 Geschwister und mein Bruder und ich, wir waren die Ältesten. Und damit meine Mutter Ruhe hat, ist mein Vater mit uns jedes Wochenende bei Wind und Wetter rausgegangen. Und am allerliebsten und war mir das, wenn es wirklich so richtig gewettert hat, geregnet hat. Und das ist etwas, was ich mir so behalten habe. Ich gehe ganz gerne beim richtigen Sauwetter raus und auch Radfahren mache ich da ganz gerne. Und das ist immer der Augenblick oder die Momente, wo ich mich mit meinem Vater, der ist schon lange gestorben, aber richtig verbinden kann und wo ich einfach so eine ganz große Dankbarkeit verspüre und immer irgendwie mit ihm so ein bisschen in Kontakt gehe und einfach mich bedanke, dass das einfach so ist. Und das sind so die Momente, das bedeutet mir sehr viel. Genau, das zum Regen bei mir. Und ich habe eine ganz andere Assoziation zum Thema Wasser, weil mir der Ganges eingefallen ist, also im Prinzip diese Selbstähnlichkeit von Adernsystem der Erde und unser Adernsystem selber, sozusagen diese Wiederholung von Grundstrukturen, die im ganzen Kosmos zu finden sind, also in einem Blatt, eben in der Flussmündung, also das ist mir eingefallen, diese Ähnlichkeit auf so vielen Ebenen, die repräsentiert die Versorgung sozusagen, die Flüssigkeit ist. Du hast dich stumm geschaltet in Stadt ja. Ich war gerade noch ein bisschen bei Regen und Nebel. Und das Gefühl unterm Nebel, wie die Monia gesagt hat, diese gewisse Dumpfheit und so wie jetzt eben, wie man so im Nebel tappt bezüglich Corona und auch der Regen, wenn er so fällt, der macht ja auch schläfrig und ganz im Gegenteil dann das, wo du, Erika, wo du gesagt hast, mit dem Regen rausgehen, so einen warmen Sommerregen, wo man rausgeht und entweder nackig oder fast nackig da herumtanzt, das ist ja wirklich belebend und wunderbar. Und der Unterschied eben zu dieser Dumpfheit und dann das Raussteigen aus dem Nebel, wenn man einen Berg hat neben der Stadt, so wie in Salzburg, und du schaust dann oben runter und diese Klarheit, wie die dann erst richtig zunimmt, wenn man den Nebel wie so am Meer anschaut, die Meerqualität vom Nebel und die Meerqualität vom Meer, irgendwie ganz, ganz schön. Ich würde auch was zum Nebel sagen und ich würde mal reingehen. Und zwar ist mir eingefallen, ich habe ja diesen Ikebana-Kongress geleitet und dann wurde ich vom Hotelmanagement angesprochen, dass eine Dame aus Hongkong so heiß geduscht hat, dass das mit dem Wasserdampf der Rauchmelder ausgelöst wurde. Und ich als Kongressleitung, ja, ich habe das dann alles zur Kenntnis gekriegt und musste zum Hotelmanagement, weil die hat das nicht nur einmal gemacht, die hat das irgendwie gleich 2 oder 3 Mal gemacht und dann sind die da losgesteppt durchs Hotel, man wusste ja nicht, was da ist. Also auch das. Und dann bleibe ich gleich da. Wir haben ja keinen Keynote-Speaker, das heißt ja Emoto beim Ikebana. Und die Schulleiterin, und weil es gibt kaum noch Hotels mit Badewannen und deswegen haben wir ihr, weil die Suite hatte keine Badewanne, aber gegenüber das normale Zimmer hatte noch eine Badewanne, deswegen haben wir unserem Kongress da damals extra 2 Zimmer sozusagen gegönnt und reserviert, und damit sie nicht gesehen wird, wie sie sich zur Entspannung ins Bad begibt, extra Paravents im Hotelflur aufgestellt, versetzt, damit das alles, ja, also was man so alles tut für so Stars und Sternchen. Und
Genau, und Punkt 3, meine eigene Badewanne. Für mich ist die Badewanne dann auch oft ein Kanal, wo ich dann rausspringen muss aus dem gemütlichen Bad, um sozusagen zum, also ich habe ja überall Stift und Zettel, aber nicht in der Badewanne, weil es ist ja irgendwie ein bisschen blöd mit dem Wasser. Aber in der Badewanne kommen mir dann viele Gedanken und Ideen, deswegen Kanal, und da muss ich halt manchmal raussprinten, meine Gedanken festhalten, und das ist für mich dann so wie, ja, den Kanal öffnen. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, aber in dieser tristen Jahreszeit ist es dann auch mal gern die Badewanne. Das war jetzt mein Weg sozusagen vom inneren Nebel über die Gewohnheiten der Badewanne der Japaner bis zu meinem Kanal. Was die Triste der Gegenwart jetzt, was du gemeint hast, Rahamona, also ich bin aufgewachsen in den Niederlanden und da ist sehr oft grau und so ein Regen, der sehr, sehr fein ist. Und ich bin nicht verwöhnt, was das Wetter betrifft. Und wir sind jeden Tag sind wir hinausgegangen, auch auf dem Fahrrad. Und ich muss sagen, Österreich, also er hat ein sehr feines Klima. Und dass der Schnee da ist, das ist auch eine super Sache. Ob jetzt diese Skifahrerei so weitergehen kann und soll, das weiß ich nicht. Das ist ein Nebenerscheinung, dass wer weiß, ob das zum Guten beiträgt, ich weiß es nicht. Aber ich finde, dass wir in Österreich sehr mit dem Wetter groß beschenkt sind. Ja, und ich finde es jetzt nicht traurig draußen. Ich finde es wunderschön. Mir ist zu dem Nebelsee oder Nebelmeer noch eingefallen, wenn man im Flugzeug guckt, runterguckt und dann auf die Wolken schaut. Das ist ja auch Wahnsinn. Die ersten Male war ich also immer nur so am Fenster gehängt, um alles anzugucken. Wie denn diese verschiedenen Formen und so. Und da ist das Wasser drin, ja. Muss ich mal vorstellen. Als du jetzt gesagt hast, die Bilder vom Flugzeug, als ich aus Neuseeland, da fliegt man ja über Australien zurück. Und im Outback, da ist ja kein Wasser, aber durch das Wasser gezeichneten Sand. Und das sind ja ganz eigene, faszinierende Bilder. Ich habe da, ich glaube, die ganzen 3 Stunden, die möglich waren, überm Outback da an diesem Notausgang Fensterluke gehangen, weil es war es einfach wunderschön, auch wenn da kein Wasser zu sehen war. Ich habe das Fließen der Strukturen, die das Wasser ja mal erzeugt hat, ja, also das sehe ich, das hast du gerade bei mir wachgerufen, Heidi. Danke. Was ich fragen wollte, wer von euch hat immer ein Glas Wasser in der Nähe? Tee. Im Sommer Wasser, im Winter Tee. Ja. Ich habe im Winter, also jetzt, 2 Löffel Honig und 2 Löffel Essig drin. Das ist sehr reinigend für den Körper. Und dann Wasser. Ist ein Rezept neben dem Fasten. Und ich habe die Assoziation gekriegt, das ist gerade nicht da, aber wo das kam mit den Flugzeugen und so weiter, sind mir die 3 Aggregatzustände des Wassers eingefallen und die Aggregatzustände der Seele, mit dem Goethe-Gedicht des Menschen Seele gleich dem Wasser aufteilt es und so weiter. Ich kann es nicht auswendig, aber ich nehme an, ihr kennt es. Vom Himmel fällt es. Also diese Dreiteilung der 3 Aggregatzustände. Und das finde ich total spannend, dass man das auf die Seele auch anwenden kann. Kennt ihr, also kannst du da noch was dazu sagen zu den Aggregatzuständen der Seele?
Ja, und geh nah ans Mikrofon, weil du bist manchmal auch nicht gut zu verstehen. Redst du mit mir? Ja, Anna. Mhm. So kann man dich besser verstehen. Kommt es, vom Himmel kommt es und vom Himmel steigt es, ewig wechselnd. Und da kriege ich halt drei Aggregatzustände. Es steigt auf als, also wie als Wasser, das ist das Bild eben, in einem ganz anderen Aggregatzustand, als es wieder niederregnet und dann in der Erde versickert. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Irgendwas fehlt mir da. Also vom Himmel kommt es. Zum Himmel steigt es. Ja, ewig. Was ist das Dritte? Das Dritte ist in der Erde Dasein. Also das ist zwar im Gedicht nicht benannt, aber ich würde sagen, sozusagen in der Erde ankommen. Würde ich sagen, ist das Dritte. Leben wir. Die Erde belebt es, nährt es. So etwas. Mhm, mhm. Oder in den Flüssen, dass es wieder in den Flüssen kommt, dass es dann wieder aufsteigt. Genau. Und wieder, ja. Alle Flüsse fließen zum Meer. Also dieses mütterliche Prinzip des Wassers, aus dem wir alle kommen. Und die Erde, die öffnet ja irgendwie das Wasser. Wenn man sich vorstellt, diese Formen von den Flüssen im Sand oder so, die sich so verzweigen, so wunderschöne wie die Blattadern oder so, und das öffnet irgendwie dann die Erde und gibt dir das Wasser, der diese lebendige Qualität, und das öffnet das Schwere von der Erde, öffnet sie dadurch irgendwo. Was ein bisschen von der Form her ist, ja da auch die Parallele zu den Eisblumen am Fenster. Wir hatten im alten Haus dann diese Doppelfenster, wo dann außen auf die Eisblumen sind. Und die haben ja also wunderschöne Blattpflanzenqualität. Das ist diese Verwandtschaft, die da das Wasser zu den Pflanzen, einerseits zu den Kristallen hat, als Schneekristalle, und andererseits zu den Pflanzen, zu diesen Formen. Das ist ja ganz, ganz faszinierend. Und wie essentiell das Wasser ist. Ihr kennt sicher den uralten Film über diese Wüstengebiete, in denen sozusagen die Natur innerhalb eines Monats blühen muss und Frucht tragen muss, wenn es regnet, wenn da plötzlich diese Flüsse wieder Wasser kriegen und dann in kürzester Zeit alles grün wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film heißt, aber ich habe ein ganz lebhaftes Bild vor meinen Augen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Total faszinierend. Also dieses Essentielle, oder wenn ich meine Sprossen ziehe, also wenn man sich vorstellt, diese Keime, die da sind, die ruhen über Tausende von Jahren, hat man herausgefunden, und sie müssen nur mit Licht und mit Wasser in Kontakt kommen, und dann ist wieder lebendig, dann ist wieder Leben da. Ist jetzt der Nil eingefallen, natürlich die Überschwemmungen, die geplanten. Also wir haben schon, und wie die Römer dann überall ihre Wasserleitungen gelegt haben, also wir Österreicher haben da schon sehr davon profitiert, von den Wasserleitungen. Das Konzept. Ja. Hochquellwasserleitung. Ich erfahre jetzt in dieser Corona-Zeit, wir gehen fast täglich eineinhalb Stunden spazieren an der Donau. Und jetzt sind so viele Leute unterwegs. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, weil sonst sind wir alleine. Und jetzt sind, also die Leute machen zu Hause Urlaub. Ja, also sie tun es. Und das ist etwas sehr Feines, auch mit Kindern. Ja, das ist ein Luxus, dass du die Donau direkt neben dir hast. Ich höre das Wasser rauschen draußen. Ich würde sagen,
Wir überlegen uns jetzt als kleines Checkout, was bedeutet für dich das Wasser, für dich und dein Leben? Dann fange ich an. Ich würde sagen, nach dem Atmen ist das Wasser für mich das Wichtigste. Das war mein Checkout. Für mich ist das Wasser das Allerwichtigste. Ich bin am Meer geboren und am Meer aufgewachsen und die Jahre, die ich verbracht habe, also wo ich weit von irgendeinem Meer war, waren sehr schwierig. Und für mich ist das Wasser das Leben, das ist, wo alles beginnt und wo alles endet. Und das ist der Rhythmus von der Natur. Da möchte ich gerne einsteigen. Und zwar für mich ist es symbolisch sehr, sehr wichtig von Bedeutung, dass wie die Frau am Jakobsbrunnen, die hat auf einmal erfahren, am Jakobsbrunnen, wer sie ist und was sie in sich trägt und ist hinausgegangen zu allen Leuten und hat das erzählt. Also es ist, das Wasser ist für mich die Quelle in mir. Und das ist etwas ganz, ganz Feines, Ruhigendes, Beruhigendes und alles andere, ja, kann wegfallen. Muss nicht sein, aber die Sorgen werden weniger. Für mich ist Wasser die Tiefe, das Lebendige, ein Mysterium. Es zeigt sich und es versteckt sich. Es hat viele Eigenschaften wahrscheinlich, die wir noch gar nicht kennen. Und es verbindet. Für mich hat Wasser viel mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen und mit meinen Gefühlen und Emotionen im Fluss sein. Das ist für mich so ein schönes Bild. Also für mich ist Wasser, gerade da, wo ich lebe, so wie lebendiger Luxus, Schönheit in so vielen Formen und verbindet uns ähnlich wie Luft. Also das Element Luft und das Element Wasser, wo ich sage, wow, also das ist die Grundlage von Leben. Ja. Ich kann es gar nicht entscheiden. Ich möchte in den allen mitschwingen, in all den Dingen, die wir heute gesagt haben. So die ewige Lebensquelle, die ist es auch. Und ein Bild ist mir noch eingefallen, weil ich habe sehr oft schwer mit meiner Schwester, die sehr temperamentvoll ist und sehr streitbar. Und sie hatte dann einmal ein wunderbares Bild vom Wasser, sozusagen das wilde Meer, was alle Küsten annagt und was immer irgendwo wieder was das die Erde irgendwie provozieren muss oder so. Und dann als Bild für das war, da fühlt sie sich wohl in dem Bild und ich fühle mich wohl in dem Bild vom Bergsee, der so wunderschön geklärt ist und tief ist und die Klarheit ausstrahlt. Das ist mir jetzt zum Schluss noch eingefallen, das Bild. Danke für das wunderschöne Gespräch. Aber lustig, so, es ist hin und her gehüpft, so wie Wasser. Es hat nicht so einen roten Faden gehabt, sondern so einmal dort, einmal da und ganz lebendig, aber trotzdem sehr, 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 sehr lebendig. Für mich ist Wasser in allen Formen eben auch ein Jungbrunnen. Und im Sommer draußen im Wasser zu schwimmen in der Natur,
ist für mich eines der schönsten Dinge, die ich kenne. Ja. Panterei. Alles fließt. Ist der Untertitel meiner Ausstellung vom letzten Jahr. Und hier ist ein Bild, die Welle. Sieht man das? Also das sind sozusagen verschiedene Aufnahmen. Auf 15 Meter habe ich das Bild gezogen und habe das Wasser über Türrahmen, über Infowände, über Notfallpläne rauf und runter fließen lassen. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erahnen kann. Ja, das sozusagen, ich habe das in ein echtes Bild umgesetzt. Ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ja, waren wir es jetzt schon alle dran? Ach, du noch nicht, Heidi. Ich war noch nicht dran. Ich wollte sagen, für mich ist Wasser allmächtig. Du hältst es nicht auf. Es geht überall hin, wo es hin will. Und auch zum Beispiel durchs Dach, wo es nicht durchkommen soll oder wo auch immer. Du kannst es wirklich nicht kontrollieren. Und, ja. Aber es sucht sich immer den einfachsten Weg. Ja, aber es sucht sich immer einen Weg. Du kannst es nicht stoppen. Es geht immer, wenn du was dazwischen stehst, dann geht es halt außenrum, geht es irgendwo anders lang. Aber man kann es nicht aufhalten. Und deswegen sagte ich, es kam mir als Bild, dass es allmächtig ist. Es kannst dich eben nicht wieder widersetzen. Und dann ist es doch besser, mit dem Fluss zu gehen. Ja, schön, ihr Lieben. Das war sehr inspirierend. Erika war dran. Erika war es dran? Ja, ne? Annalisa? Also, ja. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Monat. Ja, am Brunnen. Am virtuellen Brunnen. Ja, gute Nacht.